Das Senfkorn ist zwar klein, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Matthäus 13, Vers 31. Alles, was einmal groß sein wird, hat im Kleinen begonnen, meistens sogar sehr, sehr klein, ehrlich gesagt verächtlich. Dennoch verkündigte Ivo Sasek, Gründer der OCG, der organischen Christusgeneration, unermüdlich: Das Leben unter Gottes Königsherrschaft ist die einzige Rettung und Bestimmung für jeden einzelnen Menschen und für die gesamte Menschheit. Und das nicht im Alleingang, sondern als ein Organismus. In 30 Jahren Dienst, mit über 1500 Predigten und Vorträgen in ungezählten Versammlungen, wird geschult und demonstriert, wie man dieses Leben nicht nur in der Theorie begreift, sondern wie man es ganz praktisch auch im Alltag umsetzen kann. Und dieses Leben in der Praxis zog immer mehr Menschen an. In der Zwischenzeit profitieren nicht nur Christen, sondern Menschen aus verschiedensten religiösen und politischen Hintergründen von diesem Leben in der Praxis. In OCG-Treffen, Antizensurkoalitionen, S&G-Schulungen und vielem mehr sammeln sich Tausende von Menschen. Ein kleiner Einblick in diese Entwicklung gefällig? Na dann schauen wir mal rein. Wie gesagt, alles, was einmal groß sein wird, hat im Kleinen begonnen. Rehabilitationszeit. Bis 1997. OCG entsteht. Versammlungen im Panoramazentrum 1998 bis 2000. Die Bewegung wächst. 2001 bis 2014.
vielfältig und doch in absoluter Einheit. Es gibt kein Schema, sondern kreative Vielfalt. Immer wieder neue Formen und Farben und ständige Bewegung. So entstehen Freundestreffen, Gesamttreffen, AZK, S&Gs, Filmpremieren, Jahreskonferenzen, evangelistische Großveranstaltungen und sogar Hochzeiten. Unvergessliche Erfahrungen und Momente. Fröhlich. Ernst. Sanft. Ausdrucksstark. Mitreißend. Tiefsinnig. Gesichter, die bezeugen, es gibt sie schon, die neue Welt, hier mitten unter uns. Wenn Menschen sich zu einem Volk verbinden, gewinnen sie an Kraft. Sie leben, wovon andere noch träumen. Eine neue Welt ohne Geld. Sie sind selber die Veränderung, die sie sich für diese Welt wünschen. Darum verpasst die nächste Veranstaltung besser nicht. Werde selber auch ein Teil davon. Komm und mach einfach mit. Wir freuen uns auf dich.